Alright. Ich bin excited. Ich bin excited über diese Folge. Ich bin im Free Flow. Ich hoffe, ihr werdet meine schönen Alien-Nippeln genießen, da ich immer noch 2022 nicht die Rechte, also nicht das Recht habe, zu bestimmen, was ich mit meinem Körper mache und darf nicht meine Nippel zeigen. Ja, was voll unwoke ist von dieser Gesellschaft. Aber ich dachte, weißt du, scheiß drauf, ich mache die Folge so, weil es jetzt sich einfach gut anfühlt. Ich muss mich nicht schämen oder ja, Kacke fühlen, wenn ich das so mache. Ich verletze niemanden. Es gibt nichts Sexuelles über einen Körper. Mein Körper wird sexuell oder sexualisiert ab dem Moment, wo ich dafür zustimme. Wenn ich sage, wenn ich meine Zustimmung gebe, damit jemand meinen Körper sexualisiert, ja, das passiert eben ab dem Moment, wo ich das zustimme, wo ich das bestimme und sage, jetzt wird mein Körper sexualisiert. Wenn ich mich sexuell oder im sexuellen Modus fühle, dann ab diesem Moment ist es quasi erlaubt und vorher nicht. Das heißt, ja, du kannst sagen, was du willst, kannst sagen, boah, ich mache das für Aufmerksamkeit und ich sexualisiere mich oder so. In der Sekunde, wo ich mit dir jetzt rede, fühle ich mich überhaupt nicht sexuell. Ich fühle mich einfach frei. Ich fühle mich so in meinem Körper, so rein in meinem Körper. Ich fühle mich frei, excited. Ich nehme einfach eine Podcast-Folge und ich quatsch da ins Mikrofon rein, weil es einfach geil ist, weil es sich gut anfühlt. Und ob ich das mit Klamotten anmache oder nicht, gibt es keinen Unterschied. Es macht nicht die Folge weniger wertvoll oder mehr wertvoll. Ja, das war erstmal so die erste Botschaft, bevor wir loslegen. Und zwar heute. Ich habe richtig Bock, viele, also verschiedene Themen zu besprechen. Hier, was dich erwartet, damit du kurz vorher weißt, bevor ich loslege. Und wenn du Lust hast, ich werde versuchen, das irgendwie so zu teilen, also die verschiedenen Schnitte quasi zu unterscheiden, also direkt auf YouTube. Und zwar, es wird heute über Ayahuasca geredet, über Heilung, wie auch immer, Wiedergutmachung, also so wieder zurecht oder ja, meine Beziehung mit meinem Papa irgendwie regeln und dass ich keinen Wut mehr mit meinem Papa habe, keine Konflikte mehr in mir. Meine Erfahrung mit Trüffeln und was es mir auch gezeigt hat, mein HPV-Virus und wie das auch mit meiner Sexualität verbunden war, mein OnlyFans-Konto und was haben wir noch? Ja, Masturbation, alles rum um Sexualität, Alien Talk, Aliens, oh mein Gott, ich glaube, ich spinne. Sie hat das Wort Aliens erwähnt. Was wird das jetzt? Ja, dann bleib einfach gespannt, wenn es dich interessiert, wenn es dir Freude bereitet, wenn du gespannt bist, bleib einfach. Und was es bedeutet, seinem Heiß Excitement zu folgen. Ja, dann fangen wir an mit Ayahuasca. So, Ayahuasca. Haben vielleicht so ein paar schon mal davon gehört, wo es von Influencer erwähnt wurde oder es wurde schlecht dargestellt oder negativ dargestellt oder ja, das Wort Drogen natürlich kommt auch irgendwie, also taucht auf, sobald man von Ayahuasca redet. Also man darf die auch so nennen, wie man will, Drogen. Ich denke, Drogen hat etwas Negatives, ist negativ konnotiert. Medikamente können auch Drogen werden, also sprich, man kann süchtig werden.
Das kann mit vielen Sachen passieren. Also Alkohol ist auch eine Droge und so weiter. Aber hier ist mehr vielleicht der Begriff Psychedelika oder pflanzliche Medizin angebracht. Und für mich war das auf jeden Fall eine pflanzliche Medizin. Das ist, wie ich das benutzt habe. Und ich ermutige niemanden dadurch, also durch diese Podcast-Folge, irgendwelche Substanzen zu sich zu nehmen. Du solltest dich auf jeden Fall vorher richtig informieren und verschiedene Meinungen vielleicht in Betrachtung nehmen, bevor du irgendwas machst mit Substanzen, die dein Bewusstsein erweitern könnten. Das ist auf jeden Fall, was mit Ayahuasca passiert ist für mich. Und das war 2020. 2020, ich habe eine Folge mit einer damaligen Freundin aufgenommen. Und hier ist schön, kannst, also ich hoffe, du genießt auf jeden Fall hier die Sicht mit den Bäumen und du kannst auch die Glocken im Hintergrund hören. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber es gehört auch dazu, weißt du, ich bin jetzt hier in diesem Moment und ich will nichts filtern oder verstecken oder rausnehmen. Ich will einfach, ja, einfach ehrlich reden und im Flow sein und das ist alles, was zählt. Ja, Ayahuasca. Ich bin aufs Thema durch eine Freundin gestoßen und ich hatte einfach so voll, also viel Neugier. So, ich war neugierig, offen für das Thema und sie hat mir von ihren verschiedenen Erfahrungen erzählt und ja, so, ich hatte irgendwie so zufällig, aber vielleicht war das auch kein Zufall. Ich denke, das war kein Zufall. Ich denke, nichts ist ein Zufall und alles passiert für einen Grund. Und du entscheidest. Du bist wirklich, du hast die Kontrolle, mit deinem Mindset zu entscheiden, was du aus dieser Erfahrung machst. Ob du das negativ sehen willst oder ob du das positiv, nutzen möchtest, um daraus zu lernen, daraus zu wachsen, daraus zu heilen. Und ich glaube, jede Erfahrung ist eigentlich neutral, aber du entscheidest genau, wie es dir dient oder nicht. Und ja, natürlich manchmal, also wenn jemand dabei wirklich verletzt wird, dann kann man halt so schwierig sagen, dass es neutral ist, wenn jemand körperlich verletzt wird. Genau. So, ja. Dann, es war irgendwie so im Hintergrund die ganze Zeit. Ich habe so hier und da von Misha Jan jetzt habe ich zum ersten Mal über Ayahuasca gehört. Und dann kam das Thema durch diese Freundin. Und dann war ich voll neugierig und dann habe ich recherchiert und mich richtig informiert, was könnte da passieren, sind Nebenwirkungen oder wie sollte man das machen, in welchem Rahmen. Und ja, dann habe ich das mit ihr und mit einem Schamanen und anderen Menschen gemacht. Und dadurch habe ich krasse Visualisierungen oder Visionen gehabt. Also ich habe krasse geometrische Formen gesehen. Ich habe so eine Wärme in mir gefühlt. Ich habe mich voll diese Liebe in mir gespürt. Und ich hatte das Gefühl, so ich bin nicht alleine. So ich werde durch die ganze Erfahrung begleitet. Und das war so ein schönes Gefühl. Und das hat mich wirklich so beruhigt. Und ich hatte viel weniger Stress. Und ich konnte wirklich loslassen und einfach mich darauf einlassen. Und ja, dann habe ich das gespürt, so wie ich das für mich interpretiere als Ayahuasca. Also ich habe diese Pflanze so gespürt. Man sagt, dass es so wie eine mutterliche Präsenz ist und voll mit Liebe. Und sie hat mir ganz viele Sachen gezeigt. Und unter anderem, so wie ich das jetzt für mich interpretiere, ich habe auch das Leid der Tiere gechannelt. Also ich habe quasi Tiere gechannelt. Am Anfang, ich konnte nicht mehr atmen. Als wäre ich, ja, jemand würde mich so unter Wasser drücken. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt spüre ich, also ich bin quasi das Fisch, der Fisch, weiß ich nicht.
Und ich spüre jetzt, so wie es sich anfühlt für einen Fisch, wenn man sie aus dem Wasser nimmt, mit einer Hacke oder wie heißt das, im Gesicht, also richtig ekelhaft. Deswegen lebe ich vegan übrigens und jeder sollte vegan leben. Also der alle möglichen Umstände hat in seiner Nähe, die das ermöglichen. Wenn du Supermärkte hast, wenn du pflanzliche Lebensmittel, vollwertige oder nicht, verarbeitete oder nicht, wenn du das zur Verfügung hast und du kannst online so kritische Nährstoffe als Supplements bestellen und supplementieren, dann hast du wirklich keinen Grund, nicht vegan zu leben. Und das ist eine moralische Verpflichtung. Denn man würde auch nicht sagen, so jeder hat seine Meinung und darf rassistisch sein oder sexistisch sein oder homophob sein. Nee, das ist einfach eine moralische Verpflichtung, weil wir wissen, dass es einfach falsch ist, Menschen auf irgendwelcher Basis zu diskriminieren und zu unterdrücken. Und deswegen, du hast eigentlich keine Ausrede, um nicht vegan zu leben. Wenn du einer anderen Meinung bist, dann lass mich gerne wissen. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung und wie du es rechtfertigst, Tiere ins Schlachthaus zu schicken oder für dich ermorden zu lassen, damit du ja, Kosmetikprodukte nutzen kannst, damit du ihre Haut tragen kannst oder so. Oder für deine Unterhaltung. Wie rechtfertigst du das? Ja, zurück zum Thema Ayahuasca. So, ich habe es gespürt, so gefühlt, erlebt, wie ein Fisch leidet, wenn Leute angeln und es ist so ekelhaft. Dann habe ich gespürt, wie eine Kuh von ihren Babys getrennt wird und ich habe geschrien. Also, wie es bei Ayahuasca läuft, so, man kann so seine eigenen Emotionen so in verschiedenen Weisen äußern, so rauslassen. Und für mich, das war ein bisschen von allem, so alles, was man so erlebt bei Ayahuasca. Ich habe fast alles gehabt, außer Kotzen, weil ich habe Panik, Angst, also übel Angst vor Kotzen. Deswegen, ich habe so mit der Mutter Ayahuasca gesprochen. Ich habe gesagt, boah, ich will nicht, bitte, ich will nicht kotzen und so. Und dann war sie zu mir, ist okay, du kannst es irgendwie anders rauslassen. Du darfst entscheiden, wie du deine Emotionen rauslässt. Und wenn du spürst, so die Schmerzen kommen hoch oder dieses Bedürfnis zu kotzen kommt hoch, dann atme einfach durch, weißt du? Atme einfach durch und dann wird das weggehen. Und das habe ich gefolgt und das habe ich gemacht. Das war so geil. Dann habe ich mich so befreit gefühlt. Dann habe ich so allen anderen in dem Raum das mitgeteilt und so, ist okay, Leute, atme einfach durch. Ihr könnt den Schmerz einfach durchatmen. Ihr müsst nicht kotzen. Ich war so froh, dass sie mir das so mitgeteilt hatte. Und dann, ja, krass, also wirklich die Schmerzen so in sich selbst zu spüren, wie es sich anfühlt für eine Kuh, von ihren Babys getrennt zu werden. Und ich habe geschrien, warum macht ihr sowas? Warum nehmt ihr meine Babys weg von mir? Gebt mir meine Babys zurück. Und die Leute in dem Raum am Anfang haben sie nicht verstanden. Und dann, je mehr Tiere ich gechannelt habe, dann haben sie das so mitgekriegt und verstanden. Und sie haben auch voll dieses Leid, so diese Dunkelheit in dem Raum gespürt. Das war richtig krass. Und alle am nächsten Tag war so, boah, also das war so stark, was du da gechannelt hast. Und ich bin so dankbar und boah, jetzt, ich spüre so, wie das ist für diese Tiere und das ist so ekelhaft. Deswegen, das war so geil für mich, weil ich war so dankbar für diese Erfahrung, weil ich habe quasi so, ich weiß nicht, unterbewusst oder nicht, also ich habe einfach so Aktivismus bei Ayahuasca-Zeremonie gemacht und das war für mich so schön einfach, auch wenn es voll, voll schwierig und schmerzhaft war. Das war, boah, ein der stärksten Leiden meines Lebens. Aber es hat sich gelohnt, weil es war einfach für die Tiere. Und ich habe den Tieren quasi diese Chance gegeben, sich durch mich zu äußern, ihr Leid durch mich rauszulassen. Dann habe ich gespürt, so plötzlich, ich habe mich gefühlt, als könnte ich mich nicht umdrehen. Ich war einfach so irgendwie gefangen, so eingesperrt und ich könnte mich nicht umdrehen. Dann wusste ich, fuck, das ist wie eine Sau sich fühlt, weil die Sauen, die werden gesperrt in
Kasten, ach, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, also in dem Zeitraum, wo sie Babys bekommen und also kurz nachdem sie vergewaltigt werden von Bauern, von Menschen, um sie zu befruchten, danach sind sie in diesem Kasten, so die können sich nicht mal umdrehen, sie können nur aufstehen und runtergehen und nicht mal umdrehen und dann sie quetschen ihre Babys aus Versehen, weil sie einfach nichts dafür können. Sie können nichts sehen. Und weißt du, so wie ekelhaft, so Menschen zwingen auf diesen Tieren, dass sie in solchen Umständen sind, dass sie ihre eigenen Babys töten, ohne dass sie das überhaupt wollen. Weil da sind Mütter. Klar haben sie eine Verbindung zu ihren Babys. Und sie werden gezwungen von Menschen, sie werden versklavt, eingesperrt, vergewaltigt und ermordet. Nur damit du einen Bockwurst genießen kannst für ein paar Sekunden, so wie. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so ekelhaft, so widerlich. Und was sagt das über dich? So willst du wirklich so in so einer niedrigen Energie sein? Willst du wirklich sowas ausstrahlen? Weil wenn du das isst, wenn du diese Gewalt isst, dann strahlst du das aus. Und entspricht das überhaupt deinen Werten? Ich denke nicht. Und also das alles habe ich gespürt. Ich habe gespürt, wie die Hühner auch leiden, weil es ist voll anstrengend für einen Huhn, Eier zu bekommen. Das ist so fast so, wie es sich anfühlt für eine Frau, ein Baby zu bekommen. Weil stell dir vor, so der Huhn, also die haben so ein Ei und das ist so groß und das kommt durch ihren Arsch. Stell dir vor, so jeden Tag ploppt so ein Ding aus deinem Arsch raus, wo es mega anstrengend ist. Und die sind gezwungen, das auch jeden Tag zu machen, weil ihre Körper so modifiziert wurden, dass sie jeden Tag ein Ei legen und eigentlich normalerweise in ihrem natürlichen Zustand, wo sie nicht ausgebeutet werden, wo sie nicht versklavt werden und ermordet werden für ihre Eier, dann würden Hühner so höchstens so zwischen 9 und 15 Eier pro Jahr legen. Boah, und Menschen machen das nur, damit sie Rührei in der Pfanne zubereiten können. Es ist so widerlich. Also einfach, es macht keinen Sinn. Es ist nicht, man kann das nicht rechtfertigen. So, ja, Ayahuasca-Thema, das hat mich so verstärkt, das hat mich in meinem Aktivismus verstärkt, meine Stimme für die Tiere zu erheben verstärkt. Und die ganze Folge, wenn du Englisch verstehst, dann kannst du dir die Folge anhören. Ich werde es bestimmt in der Beschreibung verlinken, aber auf jeden Fall richtig krasses Thema. So, genau. Dann kommt das Thema Heilung mit Papa-Beziehung. So, ich bin aufgewachsen, ich habe mich immer unterstützt gefühlt. Also ich fühlte mich unterstützt von meiner Mutter. Sie war immer präsent für mich. Ich habe mich geliebt gefühlt von meiner Mutter. Und so vor 2 Jahren oder so, also das habe ich übrigens auch bei Ayahuasca erfahren, boah, dieser Mangel, ne? So, das Fehlen, dass es gefehlt hat. Ich habe so geheult bei Ayahuasca, weil das ist einfach so zu hoch gekommen. Ich habe gespürt, wie krass. Ich habe mich nicht geliebt gefühlt von meinem Vater. So, ich dachte, mein Vater liebt mich nicht, mein Vater hat keinen Bock auf mich. Meinen Vater interessiere ich nicht. Was soll ich machen, damit ich seine Liebe spüren kann? So, damit ich das verdient habe, seine Liebe zu spüren. Das ist hochgekommen, richtig krass. Ich habe so geheult und geschrien bei Ayahuasca. Es war so tief, so hart, dieser Schmerz, und das ist hochgekommen. Und dann dachte ich, krass, boah, was man alles so verdrängt, was man vergisst, oder man denkt so, nee, mir geht es gut, so, ich habe ein gutes Leben, ich habe kein Trauma. Klar, du hast so viele Traumata, so, natürlich, es kommt nicht jeden Tag hoch, und deswegen, du denkst, es ist alles gut bei mir, ich habe keine Probleme, aber vertrau mir. So jeder Mensch trägt in sich so tief, auch unterbewusst, wir tragen so viel Leid und Schmerz und Traumata in uns. Und klar, du musst nicht Psychedelika nehmen oder irgendwelche Substanz zu dir, um das durcharbeiten zu können. Du kannst es auch irgendwie machen,
Du kannst dir einfach einen Permission-Slip geben. Das habe ich aber beim nächsten Mal den Fehler gemacht. Irgendwie, ich konnte das nicht aussprechen, war so Permission-Slip. Klingt lustig, aber ein Permission-Slip so gibt dir Erlaubnis. Irgendwie so erlaube dir, dass du das durcharbeiten kannst. Weil, weißt du, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann trägst du das dein ganzes Leben lang. Da sind Sachen, die sich irgendwie manifestieren, solange es in dir ist, solange du das nicht geregelt hast, solange du das nicht konfrontiert hast, so mit deinen Augen, mit deinen Emotionen, solange du das nicht gemacht hast, dann manifestiert sich immer wieder in verschiedenen Mustern, Glaubenssätzen, Sachen, die dich limitieren, die dein Leben schwieriger machen, solange du quasi nicht da durchgegangen bist. Und deswegen finde ich das voll wichtig. Und es muss nicht durch Psychedelika sein. Du kannst meditieren, kannst Yoga machen, kannst dich bewegen, kannst Sport machen. Irgendwas, was dir quasi so dieses Erlaubnis gibt, einfach von Emotionen loszulassen, von Ärger, Wut loszulassen, Trauer oder Traurigkeit. Mach irgendwas so, gib dir Erlaubnis, das durchzuarbeiten. Und das habe ich gemacht, weil dank Ayahuasca konnte ich das sehen, dass es mich belastet hat. Und deswegen, das Thema war für mich wichtig. Ich wusste, irgendwas muss ich machen, weil ich hatte so eine ganz Langeweile, so einfach so viel Wut, Ärger und Hass fast für meinen Vater, weil er hat ja, weil er auch so Sachen gemacht hat, die mir nicht gefallen haben, wo ich mich dafür geschämt hat. Und dann habe ich ihm das alles gesagt. So, ich habe gesagt, okay, ich glaube irgendwie, ich kann mich selbst ni noch nicht so ganz lieben. Ich habe wirklich voll die Schwierigkeit, mich zu lieben, weil ich denke, ich habe irgendwie dieses Gleichgewicht von Liebe von beiden Seiten, von meinen Eltern nicht gespürt. Da hat es von einer Seite irgendwie ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, wenn ich erstmal verstehe, warum ich das nicht gespürt habe, ob es wirklich keine Liebe da war, wenn ich das verstehen kann, dann werde ich so meinen Weg zu meiner Selbstliebe finden. Und dann habe ich mit meinem Papa gesprochen. Vorher habe ich so eine Zeremonie gemacht, so eine Meditationszeremonie, um loszulassen, um erstmal so neutral zu werden, damit ich keine Vorurteilung in meinem Kopf mehr habe, damit ich ein bisschen so ohne diese Last quasi mit meinem Vater reden kann. Und dann habe ich den so voll empfangen, so ohne Vorurteilen. Ich habe ihm gesagt, so jetzt, das ist ein Raum so für uns beiden und wir dürfen uns einfach austauschen, ohne uns einander zu verurteilen oder beurteilen. Ich weiß das nie auf Deutsch. Und dann haben wir diskutiert. Ich habe ihn gefragt, so hier. Ich hatte das Gefühl, du hast mich nicht geliebt, ich habe dich nicht interessiert. So, war das wirklich so? Wie war das bei dir, als du aufgewachsen bist? Hast du dich ge geliebt gefühlt von deinen Eltern oder war es nicht der Fall? Ja, und dann, also zusammengefasst, lange Rede, kurzer Sinn, der hat sich nicht geliebt gefühlt. Also, der war schon so introvert und der hatte Schwierigkeit, so seine Emotionen auszudrücken. Und dann, der hat nicht so viel Zuneigung bekommen, nicht so viel ja, Liebe von seinen Eltern bekommen. Und wie sollte er das schaffen, so seinen eigenen Kindern das zu geben? Wie sollte er das schaffen, so seinen Kindern Liebe zu geben, wenn er sich nicht geliebt gefühlt hat? Und ja, dann habe ich einfach so ganz viele Fragen gestellt und dann habe ich verstanden, war so, wow, okay, also der hat ungefähr so die gleiche Geschichte gehabt. Das gespürt, was ich gespürt habe. Und deswegen, so, er könnte selber dann nicht so viel Liebe geben oder das zeigen. Und dann in dem Moment, ich habe so viel Liebe für ihn und Mitgefühl für ihn gespürt. Und jetzt bin ich so voll befreit von diesem Last. Ich habe keine inneren Konflikte mehr, mein Papa gegenüber. Und der hat selber gesagt, boah, dieses Gespräch, das war so eine Therapie für mich. Und boah, das ist einfach so geil. Und das ist alles durch Ayahuasca hochgekommen. Ich habe das so wertgeschätzt, dass es passiert ist, wie es passiert ist. Auch wenn es mega schmerzhaft war bei Ayahuasca,
das alles loszulassen, das Schreien und das Weinen, das war so heftig. Ich bin so dankbar, dass es so gelaufen ist. Jetzt bin ich befreit. Ich bin befreit, ich bin durch das Thema. Ich habe einfach so die Kette durchgebrochen, weißt du, weil das sind auch Sachen manchmal, du denkst dir, okay, selbst wenn du nicht das Gefühl hast, dass irgendwas mit deinen Eltern nicht im Einklang ist, du hast das Gefühl, du verstehst dich nicht mit deinen Eltern, selbst wenn es das Gegenteil ist und du denkst, boah, alles gut, ich habe keine Probleme in meiner Beziehung mit meinen Eltern, du trägst auch Sachen in dir von deinen Vorfahren. Also, weißt du, von Generationen, ich glaube, so 3 bis 4 Generationen zurück, vielleicht sogar mehr, wer weiß. So, weißt du, wie können wir das irgendwie herausfinden? Aber du kannst auf jeden Fall so viel Trauma in dir tragen. Deswegen, ich kann dich nur ermutigen, dich dazu ermutigen, dich damit zu beschäftigen. Dann Trüffeln nach Ayahuasca. Also Ayahuasca war 2020, August, genau, August 2020. Dann die Trüffeln waren erst Mai, Juni 2021. Durch die gleiche damalige Freundin, weil jetzt sind einfach unsere Wege auseinandergegangen. Und ja, es ist auch einfach so, weißt du, das musste so stattfinden. Und jetzt habe ich auch keine Bereuung oder so. So, ich nehme das an, weil ich weiß, dass es mir einfach dient. Ich weiß, dass das bereitet mich für etwas Größeres vor und ich nehme das einfach an, weißt du, das war schwierig in dem Moment von einer Freundschaft loszulassen, die so eng war, die so schön war, so erfüllt und einfach so, boah, bereichern, richtig krasse Freundschaft und ich bin für immer dafür dankbar, aber jetzt, ja, habe ich einfach losgelassen und ich bin offen für mehr. Und die Trüffeln, das war mit ihr und vorher, ich hatte so monatelang, also seit dem Anfang, nicht seit dem Anfang, aber ich sag mal so, seit ich Ayahuasca so erfahren hatte, dann habe ich immer gedacht, boah, mein Freund muss das unbedingt machen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, so mein Freund konnte nicht wirklich so viele Traumata so durcharbeiten. Oder der will das nicht zulassen, der will nicht loslassen und das einfach so, ja, empfangen, also diese Möglichkeit, das durchzuarbeiten. Und ich war irgendwie sauer und ich dachte mir, boah, scheiße, also der wird nie so weit spirituell sein wie ich jetzt und der wird nie so krass wachsen können, wenn er das nicht macht. So, was für eine Spinne, also so war, wie kann ich sowas vermuten, so wer bin ich, um das zu vermuten, das ist einfach so voll dumm, so jetzt merke ich und weißt du, aber gut, ich musste auch meine Erfahrung machen, damit ich das realisiere und dann habe ich die Trüffeln genommen und das war so krass, am Anfang so mega gut, ganz viel Spaß gehabt, übrigens richtig krass, wenn man so sich in Spiegel guckt. Ich habe mich so einfach so mit Alien-Augen gesehen, also die waren voll schwarz, so richtig so dünn, meine Augen und die Hände waren irgendwie so ein bisschen lang. Es war richtig cool, einfach so damit zu spielen, mich im Spiegel zu beobachten. So am Anfang, so die ersten 1-2 Stunden, richtig Spaß. Und es war abends. Und dann so irgendwann fühlt sich ein bisschen off und denke ich mir, Scheiße, irgendwie, ich habe das Gefühl, so die Zeit, es hat kein Ende. So, ich weiß nicht, wenn es gleich endet und wann bin ich zurück zur Realität. Ich sage mal, so diese aktuelle Realität, wo ich jetzt alles so wahrnehme in diesem Körper, in diesem Fleischanzug. Und dann, ich hatte das Gefühl, boah, fuck, ey. Meine Freundin, die war so zwischendurch so in die Küche und ins Badezimmer und ich hatte das Gefühl, es dauert so Stunden, bis sie zurückkommt. Ich war so, what the fuck, geht's jetzt los? So, wieso dauert das so lang? Und ich will nicht, dass sie mich vergisst und so. Und dann so irgendwann, sie sagt mir so, Morgan, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie so, du kommst nicht runter. Also die Trüffeln hören nicht auf. So, also sie verlieren nicht so ihren Effekt. Aber so hier wieder, das ist meine Erfahrung. Ich ermutige dich nicht, das zu machen. Oder ich sag nicht, du musst Psychedelika nehmen oder was auch immer. Informiert dich erstmal. Ja, ich war so,
ach du Schande, sowas passiert. Und dann ich merke, scheiße, so, sie ist wirklich ernst. Und sie meint so, wir müssen draußen gehen, weil irgendwie ich muss irgendwas machen, vielleicht musst du dich bewegen. Trink das, das war so Traubensaft oder so. Also man muss so wirklich so süße Sachen trinken und so, damit es den Effekt ein bisschen verliert. Und dann, ja, dann sind wir draußen gegangen. Boah, ich hatte das Gefühl, da war ein Weg. Ich habe immer so das Ende des Weges gesehen, aber ich hatte das Gefühl, wir kommen nie da zum Ende. Und ich war so, fuck, ich bin hier für immer eingesperrt und ich komme nie zurück so zur Realität. Also in dem Moment war schon beängstigend. Also danach habe ich verstanden so. Und dann irgendwann, sie hat mir gesagt so, erinnere dich daran so, was ist davor passiert? Warum bist du hier? Und du hast deinen Freund und weißt du, du freust dich darauf, den wiederzusehen, wenn du zurück nach Hause kommst und du wolltest diese Erfahrung mit dieser Intention machen. Und dann habe ich mich erinnert und er so, oh, ja, jetzt verstehe ich, jetzt weiß ich. Und ich habe, es hat sich so angefühlt, ich wusste, okay, jetzt komme ich da raus, jetzt wird das beendet, ich komme aus der Erfahrung raus, ich werde einschlafen, dann aufwachen und dann kann ich alles wieder verstehen, integrieren. Dann sind wir zurück zu ihrem Apartment, also zurück zu ihrer Wohnung angekommen. Ich war erstmal so richtig, wow, fuck, ey. Richtig heftig, so was jetzt so passiert ist. Dann bin ich eingeschlafen, aber vorher, genau, bevor ich eingeschlafen bin. Und falls du irgendwelche pflanzliche Medizin oder Psychedelika zu dir nehmen solltest, vorher auf jeden Fall dich informieren. Das mit einer Intention machen, in einer guten Umgebung, mit den richtigen Menschen, wo du betreut wirst. Vorher, ich habe alles geschrieben, was ich so durcherlebt habe mit den Trüffeln. Und dann war ich so, fuck, jetzt weiß ich, warum das alles passiert ist, weil wir hatten vorher mit meinem Freund drüber gesprochen und der war so zu mir, denkst du, du könntest irgendwann so ein Bad Trip haben oder so? Und ich war so, ja, ich denke nicht, dass es so Bad Trips gibt. Also ich denke, man kann auf jeden Fall immer was daraus lernen, aber ich denke nicht, dass es so. Ich gehe da rein mit einer guten Intention und deswegen, es könnte mir nie passieren. Ich glaube, dass ich so einen Bad Trip habe. Und ja, dann, das war halt so, ja, ziemlich dunkel. Es war nicht Bad Trip für mich, rückblickend, weil ich verstehe jetzt, warum es so passiert ist. Aber ich habe die Realisierung gehabt, scheiße, weil ich vermutet habe, Mark muss auf jeden Fall Psychedelika nehmen, der muss so irgendwas machen, damit er spiritueller werden kann, damit er im Einklang mit sich selber sein kann und seine Traumata durcharbeiten kann. Er muss das einfach machen. Und so weißt du, ich war so scheiß arrogant von mir und so weißt du, so wer bin ich, um zu sagen, ja, ich bin besser, ich weiß besser und nur so kannst du die Erfahrungen machen. Weißt du, ich habe nicht so das für ihn so, das war ihm überlassen. So, ich habe einfach so gemein, so ich wüsste besser, habe ich nicht getan, wusste ich nicht besser. Und dann ich habe das verstanden, so als ich in mein Heft so reingeschrieben habe. Und da war ich so, fuck, wow, richtig krass. Und dann habe ich am Ende geschrieben, okay, jetzt habe ich verstanden, danke Trüffeln, the end. Und da habe ich wirklich, also ich glaube, ich habe alles auf Englisch geschrieben, dann habe ich geschrieben, the end. Und als ich the end geschrieben habe, da habe ich gemerkt, okay, jetzt ist alles durch. Jetzt vertraue ich weiß, es ist alles durch, ich weiß es in mir, ich spüre es. Dann schlafe ich ein, dann wache ich wieder auf. Und als ich aufgestanden bin, ich habe so geheult, weil ich dachte, ich könnte wirklich so, wow, so mit bisschen so Rückstand, also so rückblicken, könnte ich wirklich sehen, das war schon richtig heftig. Das war so eine Panik, so eine Angst. Und ich war so, boah, ich habe mir so viel Liebe gegeben in dem Moment, so um mich zu beruhigen. Ich habe alles losgelassen, richtig viel geweint und dann ging es besser. Aber den ganzen Tag war ich so, wow, so was ist eigentlich die Realität, weißt du? Weil ich habe mich gefühlt, da war kein Begriff, kein Gefühl von Zeit oder von Space, so wer bin ich, wo bin ich. Ich hatte das Gefühl, es sind mehrere Dimensionen, die gleichzeitig laufen und so ist es auch. Und ja, das war einfach richtig krass. Und ja, dann
dann habe ich das einfach integriert und es war gut so. Ja, aber ich glaube für heute, das ist so alles, was ich sagen will. Ich will das nicht zu lang machen. Vielleicht mache ich direkt so in einer Reihe die nächste Folge, also quasi Teil 2 von dieser Flow-Podcast-Folge. Aber ja, sag mir Bescheid so. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Psychedelika oder ohne Psychedelika? Wie erweitertest du dein Bewusstsein? Konntest du, hast du das schon sowas erlebt, ohne Psychedelika zu nehmen oder einfach durch Meditation, Yoga, wie auch immer? Wie arbeitest du mit deinen Traumata und wie lässt du los von bestimmten Emotionen? Wie heilst du? Wie regelst du quasi so deine inneren Konflikte in einer Beziehung oder in deiner Beziehung mit dir selber? Das sind so Sachen, die mich voll interessieren. Und ja, ich hoffe, du konntest was von dieser Folge mitnehmen. Und ich freue mich riesig, einfach ja diese Podcast-Folge hier hochzuladen, einfach zu zeigen, so Leute, das ist dein Fleischanzug. Du wurdest in diesem Fleischanzug, in diesem Körper inkarniert. Und dieser Körper ist so schön und so perfekt, wie es ist. Und weißt du, du hast das ganze Recht, du hast es verdient, so in diesem Körper das Leben zu genießen und da mitzumachen, was du willst. Nackt zu sein, wo du willst, weil es gibt nichts Sexuelles an deinem Körper. Du entscheidest, wenn dein Körper sexuell sein darf oder nicht. Und ja, kannst auch gerne von mir aus so eine Podcast-Folge machen, so wie ich jetzt. Oberkörperfrei, einfach richtig nice. Und ja, erreiche mich einfach, wie du willst, über Instagram am besten. Wenn du dich austauschen willst, ich tausche mich sehr, sehr gerne aus mit Leuten über ihre eigenen Erfahrungen. Ich bin jetzt erstmal raus und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.